Hallo, ich bin die Susi und ich möchte mit euch heute eine Wasserfallkarte basteln. Da brauchen wir eine Grundkarte in den Maßen 21x15. Dann brauchen wir einen Streifen für die Mitte, 21x5. Dann brauchen wir 4 Rechtecke. Die sind 5x6 cm. Zum Designen brauchen wir 4 kleinere, 5,5x4,5. Dann brauchen wir einen Streifen, der ist 10x1,8. Und dann brauchen wir einen Eckenabrunder und einen Kleber. Und so hätten wir die Grund- und die gewählte Stanze. Genau. Dann können wir anfangen. Wir kleben das Designpapier hier drauf. Dann kleben wir die Rechtecke, die habe ich hier schon einmal abgerundet, hier drauf. Hier habe ich die weißen geinkt mit dem Schwämmchen. Finde ich persönlich, schaut immer schöner aus. Ihr könnt auch dazwischen ein Designpapier nehmen. Da runde ich jetzt die Ecken auch ab. Mal drauf. So, dann haben wir unseren Streifen schon fast fertig. Den positionieren wir jetzt mittig, setzen uns hier den 1,8 Streifen mittig an. Ungefähr ein bisschen her wie mittig. Dann müssen wir das hier ankleben. So, und dann ist unsere Wasserfallkarte schon fast fertig. Hier kann man noch eine kleine Schnur verwenden. Und designen könnt ihr, wie ihr es wollt. Und dann ist die Karte schon fertig.